Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren, naja, regnerischen Tag. Aber wie wir festgestellt haben, Regen ist gut, Regen ist Leben, Regen ist toll. Ja, die Beete sind frisch bestellt. Ich habe alles für die letzten Aufwertungen vorbereitet und habe festgestellt, dass wir ganz viel von dem Chromeis brauchen für die ganzen Eisenteile etc. Habe sozusagen die Beete nochmal bestückt. Auch unseren Versuchsaufbau habe ich nochmal bestückt. Da müssen wir mal schauen, dass wir eventuell dann bei der Ernte mal sehen, ob die geernteten, also die gedüngten und nicht gedüngten, vielleicht unterschiedlichen Ertrag bringen. Lass mal auf uns zukommen. Hier läuft das alles. So, und bevor der Tag um ist, können wir mal gucken, wie die Wetteraussichten sind für die nächsten Tage. Regnerisch. Naja. Nützt nichts. Los, komm. Lasst uns mal die letzte Aufwertung noch machen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles an Bord. Und dann können wir nämlich losziehen. Ring. So. So, was wollten wir denn aufwerten? Wir wollten die Möglichkeit, freie Felder zu machen. Das muss ich unbedingt testen. Haben wir. Hier können wir noch nicht, hier können wir noch nicht. So, soweit geht's. Stahlrahmen haben wir zwar, aber wir haben noch nicht die Fraktalsache und den Wachs. Okay, wir können hier noch nicht weiter, aber wir können hier. Fabuslinse. Zielambition 18 Erdhügel. Mal schauen. Prima. Was haben wir hier noch? Hydrosblech. Größeren Bereich. Zack. Auch das haben wir. Und hier fehlt uns dann ein Energiekern noch. Den Rest haben wir. Dann lasst uns mal den einen Energiekern noch machen. Das sollte das Material reichen. Ich hoffe es. Dann haben wir wirklich die Aufwertungen, die wir bis jetzt machen können, alle erledigt. So, für den Energiekern braucht man hier giftige Spore, 6 Stück. Wir haben 10 Stück, dann sollten wir jetzt den Energiekern machen können. Ich hoffe es. Ich eiere hier immer so schnell rum, das ist unglaublich. Ich vergesse immer, dass die Physik gegen uns spielt. So, ein Energiekern erledigt. Und apropos erledigt. Preis ist Mais. Wir haben noch 20.000. Nice work. I knew I could count on you. Super. So, und hier können wir halt noch nicht. Glühholz fehlt uns. Gummibären könnten wir machen. Please and thank you. Rohlköpfe nehmen wir auch an. Und Mürze. Ach, können wir nicht. Wollen wir das schneller machen? Wir brauchen 10 Gummibären, 25 Rohlköpfe. Die sollten wir eigentlich haben, oder? Wie viel? Gott. 10 Gummibären, 25 Rohkohl. Okay. 10 Gummibären. Dann haben wir das nämlich auch weg für heute. So. Und 25 davon. 9 wieder zurück. Dann sind wir richtig reich. Boing. Was ich hier dagegen knalle. So. Bereit zum Abliefern. So, und Mürze. So. Erledigt. So, los, die letzte Aufwertung. Dann geht's schlafen und dann geht's ab in den nächsten Tag. Ist zwar wieder verregnet, aber dann können wir vielleicht noch einen anderen Bereich mit freischalten. Doing, doing, doing. So, was hat man hier? 32 Erdhügel. Und das nächste, ja, die nächsten Stufen der Aufwertung sind alle davon abhängig, was wir als nächstes als Rohstoff finden. Wir sollten uns jetzt sozusagen in der Welt zurechtfinden. So, mein Freund. Dann packe ich mal schnell die Taschen aus und wir sehen uns pünktlich zum Aufstehen wieder. Klingt nach einer guten Idee.
Sehe ich auch so. Also, bis zum Frühstück. Morning. Hope you had a good night's sleep. You've been doing real well since you arrived. Keep up the good work. Das sehe ich genauso. Ich habe mich echt gut geschlagen. Aha, sogar der nächste Dünger fertig. Man hat zwei Düngerkisten gebaut. Irgendwie die mittlere ist irgendwie kaputt. Ach, jetzt funktioniert sie wieder. Weil die wollte nämlich nicht aufhören mit Düngen. Ja. Taschen sind gepackt. Ich habe genug Futter für alles mit. Und dann lasst uns einfach mal in die Welt ziehen. So, was ist unser nächstes Ziel? Ich würde sagen, hier haben wir alles. Im gelben Wald haben wir soweit erledigt. Die Gebirgsküste war das, wo wir nicht weitergekommen sind. Die würde ich sozusagen als nächstes dann anvisieren. Mal schauen, was wir dort noch finden und entdecken können. Ja, dann nichts wie los. Attacke. Ja, der Tag ist jung. Mich interessiert immer die Bäume da oben. Seht ihr die bei dem Pinken da oben? Das leuchtet so. Da hat sie ja bisher jedes Mal gesagt, wir haben nicht das nötige Werkzeug. Was haben wir denn? Wasser einstecken? Nichts. Das ist natürlich schlecht. Nicht, dass wir es unterwegs brauchen. So, wie viel Wasser haben wir? 120, okay. Alu lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Mal schauen, ob unsere neue Säge jetzt hier rumklopfen kann. Umgestürzter Baum, jawohl. Hartholz. Ja. Wasserwachtbaum. Gucken, ob wir das eingesammelt bekommen. Ob es da was Spezielles gab. Einfach nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen das Leuchtholz oder wie das hieß. Haben einzusammeln. Nee. Nur einfaches Hartholz. Okay, Versuch war es wert. Na los, auf geht's. Wir haben noch ein bisschen was vor. Wir wollten ins Gebirge. Also hier links hoch. Brauchen wir jetzt nicht. Da bin ich ja echt mal gespannt. Wir brauchen ja noch irgendwas Honigartiges. Entschuldigung. Wir Sachsen, wir sagen halt dazu Honig. The energy readings are still on the rise here. Keep working at it. Ja klar, mache ich weiter so. Was denkst denn du? Dafür sind wir doch hier. Dafür sind wir doch hier. So. Hier waren wir ja gewesen. Hier hatten wir ja soweit. Komm. Nehmen wir einfach mit. Jetzt, wo wir so eine große Saugerreichweite haben. Aber wir wollen hier hoch. Natürlich nehme ich das Eisen auch mit. Aber das ist nicht unser vornehmliches Ziel. Aber wir brauchen es ja trotzdem. Sind dann am Ende des Tages wieder völlig überladen, wie ich mich so kenne. Aber naja, es gibt Schlimmeres. Ja. Müssen wir nochmal schauen, wo das war. Wir haben ja so viel gesehen. Ich
Speise. Ah, da hinten sind die Flecken. Komm wir. Was wagen? Immer. Na komm. Da. Hier geht's weiter für uns. Super, dann haben wir nämlich das Gelände nämlich auch. Und vielleicht kriegen wir auch hier schon neue Materialien. Ah ja, haben eine ganze Menge zu sprühen. Also das Spielprinzip ist schon irgendwie sehr cool angelegt. Oh, keine Munition. Komm, einmal voll machen bitte. Und weiter geht's. Eins, zwei, ups, okay. Super. Oh, hier ist noch eine ganze Menge davon. Zack. Und hier noch ein bisschen. Wer hat doch gelacht? Sowas wie giftiger Schleim davon abhält, die Welt zu erkunden, oder? Oh, hier ist noch verdammt viel. Ah, werden wir nochmal Wasser tanken müssen. Naja, nützt nichts. Na los. Dun, dun, dun. Wenn ich das so sehe, werden wir noch eine Menge Wasser tanken müssen. Da werden wir wohl noch eine Menge Wasser tanken müssen. Oh, seht ihr das da hinten? Ich dachte, die Pilze gibt es nur innerhalb Höhlen, aber die gibt es auch hier drin. Wenn ich jetzt da nicht hingucke oder hinschaue, dann vergesse ich das doch wieder, oder? Ja, ich weiß, wir wollten die Welt retten. Okay, also gibt es hier unten drunter noch. Mal da ran. Ja, versteinerten Eier, ich möchte euch haben. Sauger her, habe ich mir verdient. Ja. Gut, also hier unten drunter ist die Höhle. Müssen wir uns mal merken. Oh Gott, und hier ist noch so viel zum sauber machen. Was ist denn da vorne? Blau. Was könnte es denn hier geben? An Materialien. Eisenablagerung. Okay, na gut, Eisenspots haben wir ja mittlerweile genug. Da. Das arme Nest hier. Die armen Tierchens. Ja, wäre ich wieder von um Hundertstel ins Tausendstel geschickt. Komm, wir machen mal ein bisschen Licht an, damit wir auch was sehen. Ja. Von allem ein bisschen was. Dort, wo das bei den Pflanzkästen doch sehr gut funktioniert, habe ich hier das Gefühl, als würde man hier mehr Wasser brauchen als
effizient wäre. Na gut, wir sind aber in der Nähe vom Wasser, wir können ja wieder auftanken. Ja, gib mal frisches Wasser her. Grip. Ja, und Spritz. Moin, 61%. Immerhin. Ja, 62%. Ah, es scheint wohl doch noch eine Menge mehr zu sein, was wir hier ernten müssen, was nicht. Oh, hier ist nochmal so ein Kieselblümchen. Schon noch eine Ecke zu erledigen. Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Wir haben ja Zeit, oder? Ja. Ist aber schon witzig, es regnet draußen. Und wir müssen das mit der Hand wegspritzen. Bläh, giftiger Schleim. Na ja. Ist ja gleich geschafft, oder? Und das Schöne ist, wenn wir es noch vor dem nächsten Tag schaffen, dann sehen wir gleich noch ein Ergebnis. Sehen wir ja sozusagen noch in dieser Folge das Ergebnis unserer Bemühungen. Na komm. Wird wohl noch ein bisschen mehr Wasser holen werden als gedacht. Aber, oh ja, wer hat denn bei so einem regnerischen Wetter schon was anderes vor, als die Landschaft sauber zu sprühen? Nur aufpassen, dass wir nicht irgendwas vergessen. Also suchen wir uns dann in Wolf, wo denn die letzten Dinge sein könnten. So, das haben wir sauber, das haben wir erledigt. So, hier hinten war noch. Ups. Nicht so schnell, Robby. Fällst uns wieder auf die Nase. Na du. Also das Tröpfchen hätte doch ruhig noch gekonnt, oder? Ja. Prozent. Und dann tanken wir gleich nochmal frisch, wenn wir einmal hier sind. Tanken. Ja. Dann haben wir es ja gleich geschafft. Jawohl. Gotta say, I was just taken by the beauty of the scenery. It's completely different seeing it from your mech unit sensors. I know I said I've been watching this planet for 200 years, but until now, it's all been just an array of different values and data. You know, weather statistics, soil salinity levels, all that neat stuff. None of my instruments ever told me what a fallen leaf looks like, let alone 100 blowing in the wind. I would never have seen any of this without you. Nicht nur du findest die Landschaft schön, auch ich.
Gut, damit haben wir das geschafft. Ja. Haben wir hier noch irgendwas zu entdecken? Finden es jetzt nicht ad hoc. Wir können mal auf der Karte gucken, wo wir uns genau befinden. An der Gebirgsküste. Dann hoffen wir mal, dass der Tag uns was Tolles bringt. Vielleicht sehen wir hier noch eine Muschel oder irgendwas in der Form. Ich kann nichts entdecken. Aber nur weil ich es nicht sehe, heißt es nicht unbedingt, dass es nicht da ist. Oh, neue Tiere. Bin ich ja mal gespannt, was das für welche sind. Ja. Schon sind wir wieder im gelben Wald. Die nehmen wir natürlich mit. Steigen wir aus. Hallo? Ihr seid aber herzallerliebst. Und so ist einfach beim Bildschirmfoto machen einfach so die Nacht vergangen. Aber schaut, wir haben die nächste Region sozusagen erledigt. Der nächste Schritt zum großen Tor. Ich bin da gespannt wie so eine Flitzpippe. Was? Crops ja. Won't need watering since it's raining today, and that leaves a heap of time for other fun activities. Ja, wir gehen gleich mal schauen. So, das war ja der gelbe Wald. Achso, da kann man die ja mal füttern. Ich habe ja extra Futter gemacht. Da. Sind die wenigstens alle glücklich und dann. Schauen wir uns mal die neuen Ressourcen an, die es jetzt so gibt. Ich habe ein paar Blümchen gesehen, die eigenartig geleuchtet haben. Ihr seid's nicht. Ah, schaut. Leuchtblütensamen. Na, perfekt. Die nächsten Pflanzen, die wir anbauen können. Und gelbe Kristalle soll sie geben. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob wir die auf Anhieb finden. Was seid ihr? Honigflaschensamen. Oh. Da kommen wir ja doch ein Stückchen näher ran an unser Ziel der vollständigen Aufwertung. Ich finde das toll, was es alles so Tolles gibt. Das ist... Zack. Und wenn wir die dann selber anpflanzen. Händler kommt an. Was interessiert uns denn die Händlerin? Wir sind doch hier unterwegs. Kommt hier. Ihr habt Hunger, oder? Prima. Lasst es euch schmecken, Freunde. Oh, da sind die gelben Kristalle. Haben wir sie doch entdeckt. Da. Super. Bist du her? Meine. Hab ich mir verdient. Ja, Eis nehmen wir auch mit. Ich habe das Gefühl nicht los, als wird man doch noch eine ganze Menge von brauchen. So, hier ist noch nichts nachgespawnt. Die Frage ist rechts oder links hoch. Wir können mal schauen. Wir lassen uns einfach mal ein bisschen treiben. Vielleicht sehen wir aus der Ferne noch ein paar Blüten rumstehen, die wir einsammeln können. Ich kann jetzt nichts entdecken. Sollen wir da überhaupt an Wasser einstecken? Komm, machen wir doch mal voll.
Nein. Ja. Denn jetzt muss ich unbedingt mal aussteigen. Nicht ins Wasser. Nein, so war das aber nicht gedacht. So war das aber nicht gedacht. Die Frage ist, kommen wir denn bis dahin? Reicht unsere Sprungkraft? Komm los. Nein, reicht's nicht. Okay, ich hab's versucht. Mich würde schon mal interessieren, was in der Höhle ist. Ob man da rein kann. Oder wo man da rein kann. Ja. Aber wir hatten ja hier oben noch ein Rätsel. Oh, da sind noch mehr Blüten. Leute, ich komme wieder zu nichts. Ich lasse mich wieder treiben. Das Spiel ist so gemein. Ich weiß immer nicht, wo ich da zuerst anfangen soll und wo nicht. Kommt die eine Blüte, die genau noch mit. Was sind da für Tierchen? Hallo? Was seid denn ihr? Was seid denn ihr für süße Tierchen? Morgenwedel. Ach du heiliges Blech. Wie süß sind die denn? Ihr müsst aber nicht alles ins Wasser werfen. Morgenwedel. Ich krieg doch die Jacke nicht zu. Oh Gott. Ja, zumindest haben wir die jetzt auch mal gesehen. Morgenwedel. Und die Namen. Wer auf diese Bezeichnung gekommen ist. Rattenschlingel, Morgenwedel. Ja. Oh, ich würde so gerne auf den ganzen Bergen hier rumkrümpeln und rumdümpeln. Juhu, lasst euch schmecken, meine Freunde, lasst es euch schmecken. Wir hatten eigentlich was ganz anderes vor, oder ich zumindest. Aber es ist ja bei mir meistens so. Echt? Eine Höhle, die ich nur übersehen habe. Nö, ne? Weil in der Mini-Perspektive hier, das ist mal so lustig. Wupp. Es gibt ja auch nur noch die Geheimnisse in den Regionen. Wer will denn schon ein Geheimnis nicht gelüftet haben? Ja, komm mal hier hoch, bitte. Na, schade. Nö. Aber ich bin oben gewesen. Ich hab's gesehen. So, Robbie, los, komm ab. Wir haben noch eine Ruine vor uns.
Wupp. Die haben wir. So, irgendwo hier vorne war die Ruine. Die Gebirgsküste, wo sind wir denn jetzt? Treppengipfel waren wir gewesen, da wollen wir ja auch noch hin. Da gibt es ja die komischen Fragmente. Und hier fehlen uns noch Rohstoffe. Nur mal schauen. Also hier gibt es noch Dinge zu finden. Ja, und wie? Hier. Oh, guck mal da. Ich hab's gesehen. Ja, da ist die Muschel. Ja, ja. Ein Seestern in dem Fall. Ja, Robby, da. Den haben wir. Und das Schöne ist, der Tag ist gleich wieder um. Aber was ist das Schöne? Aber der Tag ist ja gleich wieder um. Die Nester sind gefüttert. Dann können wir sozusagen die Früchte unserer Arbeit hier auch ernten. Im Sinne von, es gibt neue Kristalle, neuer Respawn. Aber vorher gucken wir mal hier rein. Wenn wir hier nicht schon mal gewesen waren, ihr wisst schon, gewesen sind. Nein, ja, sowas in der Art. Er zeigt nichts Neues an. Ach, das sind die Ruinen, wo wir gewesen sind. Okay. Gut, dann haben wir die ja schon mal gemacht, dann kennen wir die ja. Wann kann der morgen eigentlich kommen? Na komm, steig ein. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Das haben wir alles abgegrast. Aber es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Wir gehen einfach weiter. Da war die gelbe Wiese, beziehungsweise der gelbe Wald, den kennen wir. Hier haben wir alles soweit entdeckt, zumindest für den Moment. Naja, zum Glück sind wir noch nicht voll überladen, weil das macht jetzt auch so Spaß. Morgenbeete, die tanzen auf dem Wasser. Auch sehr lieb, reizend. Hier waren wir gewesen. Wo gehen wir hier weiter? Treppengipfel. Engelschwanz ist satt. Was gab's denn hier alles? Hier gab's noch den Aufgang. Komm, wir gucken mal hier hoch. Was sollen wir denn sonst machen? So, was gab's denn hier? Wir haben doch ein Haus hingesetzt. Also muss ja irgendwo was gegeben haben. Wo ich mir gesagt habe, okay, da drüben ist ja auch noch eine. Ob wir die Insel irgendwann mal freischalten können, da drüben. So friedlich und schön hier alles, so. Was fehlen uns denn hier noch? Lass uns mal gucken. Also Gebirgsküste sind noch zwei Sachen, die uns fehlen. Gut, das könnten ja Standardsachen sein. Ein Treppengipfel, Chromeis, Kohle, Eisenerz. Also hier gab es jetzt nichts weiter. War das wirklich in der Gebirgsküste? Wir hatten doch die komischen... Da hat uns doch gesagt, es gibt irgendwelche Erze.
Fragmente. Ja, gelbe Blümchen nehmen wir auch mit. Guck mal da. Was? Ich will die aber haben. Insektenfossil. Zack, steck ein. Zählt das jetzt auch mit? Nee. Das ist sozusagen... Schätze, 3 von 5. Ach, das sind die Schätze. Das gilt als Schatz. Okay. Meines, wo ist denn unser Haus? Ach, da unten. Ja, die Tieflandebenen wollte ich heute eigentlich noch nicht machen, aber hier fehlen uns noch Rohstoffe. Ich würde sagen, dann lasst uns in die Gebirgsküste erst nochmal zurückgehen. Weil schließlich wollen wir die Fragmente ja auch noch entdecken. Ich frage mich auch, haben wir denn schon längst alle Höhlen entdeckt? In den Gebieten, manche sind ja so versteckt. Zack. Ja, zumindest nehmen wir das erstmal noch mit. Wenn wir nichts können, aber das haben wir dann einstecken. Mich interessiert ja ganz dringend, wie das ist mit den Beeten anlegen. Da bin ich ja echt gespannt drauf. So, wir müssen mal gucken. Hier hoch. Muss dann etwas links halten. Sind wir jetzt richtig? Ja. Wenn man auf den Nachtwechsel wartet, dann passiert mal so gar nichts. Boing. Licht wird auch immer schwacher. Ich glaube, unsere Batterien sind langsam alle. Wir haben Eisen gefunden, wir haben das gefunden. Aber ich bin mir sicher, dass es hier die Fragmente irgendwo gab. Ah, dazu hätte ich mir vielleicht merken müssen. Aber vielleicht suche ich mir jetzt auch einen Wolf. Weil das völlig ganz woanders war, als ich denke. Komm, nimm die mal trotzdem mit. Ach, hier oben ist ja der Funkturm. Stimmt, ja. So. Blaue Kristalle nehmen wir auch noch mit. Ja, das, wir warten drauf, dass der Tag vergeht, aber irgendwie... Gerade beim Gärtnern und sowas vergeht die Zeit so schnell. Und da wunderst du dich, oh, schon mit der Zeit um. Kann ja gar nicht sein, du hast ja noch gar nicht viel gemacht. Ja. Und jetzt, wo ich mir sage, los schnell die Erze noch einsammeln, ist gleich Tageswechsel, da rast die Zeit auf einmal. Wieder, plack. Gebirgsküste. Gefütterte Nester 2 von 3, Rohstoffboost. Wo waren denn die Fragmente? Rise and shine, Exo-Farmer. You've been doing real well since you arrived. Keep up the good work. Ja, ich weiß, dass ich ein guter Arbeiter bin. Dann haben wir gleich noch die. Tja, ich hoffe, ich finde sie wieder. Wir sind überladen. Na toll, jetzt wird das lustig.
aber überladen sein hat mich noch nie davon abgehalten, alles mitzunehmen. Wir nehmen es erstmal mit. Was wir haben, haben wir. Was wir kriegen, wissen wir nicht. Ja. Wenn ich nur noch wüsste. Wo ich die Fragmente gesehen habe. Vielleicht nochmal Wasser. Wasser ist voll. Aber rennen wir mal jetzt nicht den. Beim gelben Wald war es definitiv nicht. Es kann sozusagen nur hier unten gewesen sein, aber hier sind noch zwei Sachen übrig. Dann machen wir mal das, was wir am besten können. Einfach querfeld eingehen. Das Gelb, das haut so richtig rein ins Gemüt. Ja. Dann sollten wir es ja gleich finden, wenn es da ist. Ah ja, Händler kommt an. Die ist auch, die denkt auch, wir haben nichts Besseres vor. Ah. Wir stürzen uns mal hier runter. Mehr als kaputt gehen können wir ja nicht. Vielleicht gab es die Sachen auch bloß in der Höhle. Und ich muss die Höhle finden. Oder ich habe das alles nur geträumt. So, wo sind wir denn hier? Wir sind am See. Und dann gehen wir mal um den See rum. Vielleicht war es ja auf der anderen Seite. Hallo, Freunde. Vorsicht! Ich kann nicht so schnell ausweichen, meine Freunde. Das geht nicht. Hm. Seht ihr das auch? Da liegt doch was drüben, oder? Wenn das jetzt irgendwas Wichtiges ist. Und ich kann es nicht holen, weil ich überladen bin. Ja. Dann werden wir das wohl heute nicht mehr lösen können. Aber war eine tolle Entdeckungstour. Wir haben neue Materialien gefunden. Haben wieder eine Region vom Schmutz und Schleim befreit. Also genau das, was unsere Mission war. Ich bleibe hier, ich suche mal noch ein bisschen und wir finden das, was ich suche, definitiv. Weil ich habe es ja schon mal gesehen. Wenn ich es schon mal gesehen habe, muss es ja das ja geben. Genau. Also dann, falls ihr eine Info dazu habt, wo genau das war, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, liked die Folge, wenn es euch gefällt. Abonniert den Kanal, falls ihr weitere solche Spantenrunden sehen wollt. Und wir sehen uns dann morgen wieder in gewohnter Frische mit gewohntem Erforscherdrang. Ja, also dann, Tschüssikowski und bye bye.